Willkommen zu einer weiteren Folge von Ark Survival. Heute wollen wir uns mal um den Gacha kümmern. Der Gacha ist eigentlich ziemlich einfach zu zähmen. Viele haben doch mir gesagt, wie mache ich denn das? Was ist denn da einfach? Am Anfang war es ziemlich schwer für alle, weil man nicht wusste, dass er ein Passivzähmer ist und dass man ihm einfach nur Futter hinschmeißen muss. Wir gehen auf jeden Fall jetzt mal hin und wollen uns das mal anschauen. Also ihr seht hier, hat er schon seine Gacha-Scheißküttel da geholt. Man sagt auch Gacha-Kristall dazu. Daraus könnt ihr natürlich später hier mal andere Sachen rausbekommen, wie hier in diesem Fall Siliziumperlen. Dadurch könnt ihr schon mal wissen, so ein bisschen was er hier von sich gibt, der Gacha. Kristallisierte Harz, okay. Und sowas brauchen wir natürlich immer. Also ich mache das immer so, ich gucke mir so ein bisschen an, was sie hier so gekackt haben. Das ist jetzt leider ein Level 55 Gacha, der ist jetzt nicht so hoch. Aber seht, jetzt habe ich schon aufgesammelt hier und jetzt weiß ich, okay, das hatte ich alles schon gemacht. Das ist dieser schöne Mann hier. Oh, Gacha, nee, sein Weibchen, entschuldigt, ein Gacha Level 55. So, ihr braucht verschiedene Sachen natürlich zum Zähmen wieder, Leute. Und dieses ist so. Ihr seht hier links in meiner Liste rohes Hammelfleisch, gekochtes Lammkotelett. Also man kann ihm alles geben. Ich habe jetzt das hier mal ein paar Sachen mitgenommen. Ich mache das immer so, dass ich manchmal später, wenn ich die da habe, um gute Sachen rauszukriegen. Ich habe da immer elektrische Kabel gemacht, habe die dann zum Futtern gegeben. Meistens habe ich bei den guten Gachas immer jede Menge auch zurückbekommen. So, zum Zähmen will ich euch jetzt mal ein paar Kleinigkeiten zeigen. Also bei dem wird es schnell gehen. Ich habe hier den achtfachen Zähmmodus, deswegen wird es auch richtig schnell gehen. Wir sehen auf der Karte Extinction in der Höhle. So, ihr seht hier recht links oben 3106 2121. So, der frisst gerade. Guck mal, jetzt haben wir eben hier ein bisschen Metall hingelegt. Schleck dir die Finger, mein Schatz. Der C-Modus hat angefangen, wir sind bei 46,7%. Natürlich muss ich mir jetzt das nächste hinlegen, will ich aber jetzt nicht machen. Oder doch, komm, ich mache es für euch mal, dass ihr das seht. Ich lege mir jetzt mal ein bisschen Futter hier hin. Jetzt bedient er sich dran, haut sich so richtig schön die Steaks in den Magen. Ihr seht, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Oh, 48,5%. Also, und jetzt haut er sich noch ein paar rein. Dann kommt man so 50, 51. Ist also nicht so weltbewegend. Und es geht auch noch gleich wieder runter. So, aber wir wollen halt auch nicht den. Wir wollen ja unseren großen Freund hier hinten. Oh, wurde doch gezähmt. Okay, er hat noch was gefunden von mir, was ich fallen habe lassen. Okay, jetzt können wir uns den mal angucken, was der hier so hat zum Beispiel. So, dafür geht ihr rein und geht auf die Produktion. Ihr seht jetzt hier, er macht Pilzholz, Sand, rotes kristallisiertes Harz, blaues kristallisiertes Harz, Siliziumperlen und Stein. Also nicht unbedingt das, was ich gerne hätte, aber ich habe ihn jetzt immer gezähmt. Ne? Das ist halt einfach jetzt mal so. Hier haben wir vom 140er was. Komm, schauen wir doch mal da rein. Okay, grüne Gems. Das könnte jetzt auch nicht das sein, was ich will, aber egal, wir zähmen uns den. Und für den nehmen wir jetzt natürlich das, was er wirklich am besten fressen mag, kann, will. Und zwar Schneeeulen-Scheiße. Die Schneeeulen bekommt ihr. Nee, komm her. Die Schneeeulen bekommt ihr oben in dem Schneebiom. Ich lege jetzt mal so drei Dinger hin und mal frisst er die auch, wenn er gut gelaunt ist. Gesundheit. Also wenn die gut gelaunt sind, müsst ihr ein bisschen aufs Gesicht achten. Die müssen so ein bisschen lächeln. Dann sind sie gut gelaunt. Es gibt leider auch welche, die sind nicht so gut gelaunt. Und wenn ihr so einen habt, dann werden sie auch nichts für euch produzieren. So, und schon haben wir den Gacha hier gezähmt. Level 140. Schon ein sehr, sehr guter Team mit Level 207 rausgekommen. Also Schneeeulen, wie gesagt, kriegt ihr in dem Eisbion oben hier auf der Extinction-Karte. Und ja, ups, jetzt wollte ich doch euch mal zeigen, was wir hier produzieren können.
So, also, wie ich mir fast gedacht habe, nicht wirklich das, was ich gesucht habe. Wir haben Obsidian, Öl, Kristall. Natürlich ist es nicht schlecht. Kristall, Öl, Obsidian ist schon mal ein guter Anfang. Fasern, ja, Cream Gam, Sand. Ne, ist nicht perfekt, ihr wisst, wie es ist. Wir machen jetzt hier auf jeden Fall mal Kristall rein und schmeißen ihm jetzt was zu futtern hin. Wir nehmen jetzt mal das da. So. So, und jetzt nehmen wir das normalerweise auf. Hallo, nimm's auf. Jawohl. Nochmal aufnehmen. Sehr braver Junge. Ja, ist ein Junge, entschuldigt. So. Jetzt rufen wir die Lady hierher. Weil ihr könnt Männchen und Weibchen zusammenstellen. Ihr solltet nicht Männchen und Männchen zusammenstellen. Könnte sich gegenseitig ein bisschen attackieren. Dann ist auch dieses Smiley nicht mehr da, sondern dann habt ihr meistens so einen ganz leichten, bösen Blick drauf. Und das wollt ihr nicht. So. Also ihr seht, es ist eigentlich echt einfach. So, jetzt hat er sich hingesetzt. Jetzt seht ihr, jetzt frisst er gerade das, was er aufgehoben hat von mir und scheißt gleich was aus. Bei mir ist mittlerweile so, da ich Eulen habe, also Schneeeulen habe, lasse ich natürlich Schneeeulen Kacke auch laufen bis zum geht nicht mehr. Boah, guck da, 60 Kristall, wunderschön, nicht wahr? Die haben aber auch die Chance, dass sie mal Gegenstände auskacken oder andere Dinge. In dem Fall ist es, ich würde jetzt Kristall nehmen, ich hau eine Schneeeulenscheiße rein und die kacken mir das Zeug aus. So. Und ja, wie ihr das genau einstellt und einstellen wollt, müsst ihr. Hey, lasst mich doch mal in Ruhe. Schreckt er mich so? Also, wie ihr das genau einstellt und einstellen wollt, liegt bei euch, was ihr möchtet. Ich mache das mit, ich glaube, jetzt hat, lasst mich nicht lügen, 6 Eulen sind es, glaube ich, jetzt hat, die ich drumherum stehen habe, die dann immer wieder daneben kacken und die ihm direkt vor die Nase kacken, also von meinen Gachas. Und dementsprechend immer wieder gefüttert werden und dann immer wieder kacken. Bei mir ist allerdings alles, weil ich jetzt nichts Spezielles brauchen würde, außer natürlich wie die meisten Element. Oh, schön. Also die gibt es auch in verschiedenen Farben. Natürlich Element ist bei mir Annie drin und dann macht halt natürlich alles. Und ja, und wenn ihr dann so ein Kristall ausgekackt bekommt, kann es natürlich sein, dass er blau, gelb, grün. Also die verschiedenen Farben hat, wie auch diese ganzen Teile hier, was ihr so antrabt und antragen könnt. Und da ist es so, dass ihr, wie soll man das sagen, ihr könnt da natürlich auch dementsprechend die Gegenstände drin haben mit den Farben. Und dann seid ihr natürlich umso froher. So, lang geredet, Entschuldigung, ich habe mich da ein bisschen durcheinander geredet, viel geredet. Ich hoffe natürlich, es hat euch jetzt erstmal gefallen. Hoffe natürlich, dass das alles soweit erklärt war. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, Leute. Es tut mir leid, wenn ich was vergessen habe. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Sagt mir, wenn ihr noch was wissen wollt drüber. Ich mag Gachas. Ja, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt. Ich danke euch auch dafür, wenn ihr mir ein Abo dagelassen habt und ein Like dafür. Ich freue mich immer wieder darüber, wenn ich neue Leute auch kennenlerne. Also ihr dürft auch gerne mal bei mir im Discord vorbeischauen und mit mir so quatschen, wenn ihr noch Fragen habt. Ja, ich hoffe, wir haben alles soweit zusammen. Ich habe euch das erklärt, hoffe ich. Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg in Ark Survival und bis zum nächsten Mal.